Hallo und herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Let's Play Transportfieber. Habe ich mich total versabbelt gerade. Und es fängt an zu ruckeln. Hallo Zug. 105. Was glaube ich jetzt mittlerweile? Nee, das ist unser zweitältester Zug. Unser ältester Zug dürfte er hier sein. Ich mag sowas. Gibt es eigentlich irgendwie so eine Taste, wo man denn das HUD ausblenden kann? Oh, verdammt, muss ich mal gucken. Ach ja, ich erinnere mich. Stopp! Dich müssen wir leider vergrößern, denn... Ja. Ach du Scheiße. Ja, dich müssen wir massiv vergrößern. Wie massiv? Das wird teuer werden. Oh, wir haben auch die ersten Hochhäuser in Hamburg. Ui. 30 Bewohner. Na komm. Da hat er noch mal Geld gekostet. So. Ihr kommt alle weg. Eigentlich könnte ich auch eine neue Lok besorgen. Mache ich aber noch nicht. Erstmal würde ich gerne die Güterwagen holen. Können die Stein laden? Nein. So. Zack, zack. Zack. Zack, zack. 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 Geht noch einer? Zack. 318, das ist die Maximallänge, die wir machen können. Stein, Stein. Für den Zug brauchen wir tatsächlich auch wirklich viel Platz. Nein. Hubschrauber, mitten in der Nacht. Ernsthaft. Es ist 2:30 morgens. Naja. Hier ist es tatsächlich selten, dass man um diese Uhrzeit Hubschrauber hört. Deswegen, ja.
So, da noch Stein. 273. Dann wollen wir mal gucken. Nach Loks. Locke die Lok-Locke. Es muss schon eine schwere Güterzuglokomotive sein. Die hier wäre tatsächlich nicht schlecht, weil die hat ganz niedrige Betriebskosten. Deswegen ganz ehrlich. Wir holen die mal. Zack. So. Die packen wir mal raus. Und die packen wir mal rein. So, ich bin mal gespannt, wie viel die noch bringt. Mach's gut, Lok. Du warst gut. Oh, wow. Wie teuer war die? Wie teuer war die, Lok? Oh, naja, fast 4 Millionen. Naja, fast es müssen. So, Stein. Oh, das fällt mir jetzt das auf. Ich dachte immer, das gehört so, aber die Lok hat tatsächlich Grafik. Also Texturprobleme unten an den Rädern, glaube ich. Die hat Texturen? Ach so. Ich dachte immer, das gehört so. Weil bei den Loks der DR, der Deutschen Reichsbahn, war das immer so, dass war das anfangs so, dass die unten weiß, also so halt so grau lackiert wurden. Aber das sieht nur so nur ein bisschen eher so danach aus, als ob da irgendwie die Textur fehlte. Fehle. Aber gut. Lassen wir das erstmal so. Bis die Verkehrsroute vorhanden ist, werden wir die noch benutzen. Alter Schwede. Wie der am Produzieren ist. Na. Tja, was machen wir denn jetzt? Wollen wir mal die nächste Stadt verbinden?
La la la. Oh. Huch. Plötzlich drehen sie alle um. Na, was bekommen wir? Ah ja, Steuerwagen. Citybahn. Was ist das? Ah! Oh, ist es soweit? Oh, und die Mercedes-Busse. Hoppala. Na komm, dann stellen wir das mal jetzt ein. Fahrzeugersatz. Fahrzeug wählen. Wie war das vorher? 15:32. Also. Und kann 80 fahren, okay. 100. Aber ich würde sagen, wir stellen mal auf diese netten Dinger um. So, das hier ist die Linie grün. Ja, Moment, ich muss mal kurz mich muten. So, da bin ich wieder. Ja, dann haben wir das ja jetzt. Fahrzeug wählen. Passagier. Rot. Und zack. Neue LKWs haben wir jetzt nicht, oder? Mal ganz kurz gucken. Ja, nee. Der hier ist eindeutig zu... Ja. Naja. Wieso haben wir jetzt schon wieder 16 Millionen? Ey, wir machen gerade zu viel Geld. Wir können jetzt mehr auf Züge setzen, habe ich das Gefühl. Wir könnten auch langsam mal für Schnell- bzw. Fernzüge mal langsam umstellen. Das wäre eine gute Idee. Mal ein Fernzug, eine Fernzugverbindung. Von Elmshorn nach... Was ist das denn?
Depoldiswalde? Was? Das werde ich aber auf jeden Fall umändern. Ja. Nee. Diesen Bahnhof würde ich liebend gerne schön zentral bauen, aber ich will jetzt nicht die ganze Stadt abreißen. Also mitten in der Stadt würde ich ihn gerne bauen, aber ich will den Bahnhof jetzt ungern abreißen. So. Boah, mein Magen. Na. So. Dann so, hallo. Und dann so. Sind wir, glaube ich, gerade bei der Titanic, so wie es sich dann das anhört. Und jetzt Starbound. Aber das ist ein langes Lied. Gleich sofort wieder skippen. Skip, skip, skibbidi gib. Skip, skip, skibbidi dip. Wet, wet.
So. Ja, so eine sechsgleisige Trasse, das ist ein bisschen übertrieben, aber in dem Spiel sollte man generell von Anfang an sehr groß denken. Weil man sonst baut man sich fest und dann kann man nicht weiter expandieren und so weiter. Man hat immer Staus und so. Genau sowas will ich halt vermeiden. Ich will keine Staus. Ich hasse Staus. Stau. Samstau. Was? Irgendwie werde ich beim Terraform immer nachdenklich. La la la. Ich lasse es lieber an. So. Und es tut mir leid, aber ich muss das leider machen. Hallo? Ah, jetzt. Leider kann man bei den Bahnhöfen nicht jedes einzelne Gleis so abändern, dass... Ja, das ist halt... Ei. Setze ich danach wieder hin. 7 Gebäude werden entfernt. Warum eigentlich?
So. Diesen Bahnhof würde ich gerne auch noch mal ein bisschen umbauen, weil vier Bahnsteige sind viel zu viel. Moment. Entschuldigung. Oh, das kam jetzt ein bisschen sehr plötzlich. Ja. So. Bau nicht mehr. Oh, ich muss aufpassen. Hallo? Ich will das da. Und. Nein, das da. So. So, jetzt mal genau gucken. Genau das da. Und genau. Na komm, das da. Da da. Nein. Das da. Das da. Nein. Und das da. Das da. Und na komm. Das da. Basta, basta. So. Okay, mehr haben wir nicht. Haben wir mal hier. Na? Da. Und da. Hier in der Mitte wird nämlich dann das Schnellfahrgleis sein. Da sind dann halt, glaube ich, Geschwindigkeiten von 320 km/h möglich. Waren das so viel? Mittlerweile können wir nämlich, Alter, solche Züge hier fahren lassen, solche schnellen. So, ist alles? Ja, hier ist auch alles. Da ist auch alles, da auch. So, dann wollen wir mal uns um dich kümmern. Aufrüsten. Hochgeschwindigkeit. 6. Anwenden. Pfannwenden. Die Gleise kommen weg. Das ist natürlich blöd, dass da jetzt der Zug steht. So.
Einmal so. Eigentlich brauche ich diesen Bahnhof hier gar nicht mit Hochgeschwindigkeit machen. Wird ja eh keine Hochgeschwindigkeit mehr gefahren, weil hier ja Ende ist. Ha. Einmal da. Und einmal da. Dann Signale. Was haben wir denn so mittlerweile so für Signale? Okay, die modernen haben wir noch nicht. Die Signale hatten wir, ne? Ja. So. So. Sind das die richtigen Signale? Ja, sind sie. Dann wollen wir mal nochmal überprüfen. Wie sieht's denn nun mit den Linien aus? Drei Linien sind das hier, ne? Ja. Okay, das ist merkwürdig. Okay. Das war jetzt völlig falsch. Warum macht er das jetzt so?
Na. Ich lasse das jetzt einfach so. Na, hallo? Ah, nee, Entschuldigung. Da führt keine Linie durch, oder? Nein. Ich denke, das ist jetzt alles so in Ordnung. Muss ich natürlich die ganzen Züge überprüfen, ob die alle auch richtig noch fahren, weil die Züge nämlich dann auch gerne mal einfach wieder umdrehen und dann einfach auf das in die falsche Richtung fahren, also auf das falsche Gleis in die falsche Richtung. Aber sieht bislang ganz gut aus. Sehr schön. So, ich würde dann sagen, in der nächsten Folge. Oh, wenn wir erstmal ein bisschen Geld machen. Naja, ein bisschen Geld machen. Wir haben ja noch genug, aber ich glaube, für eine Schnellfahrlok reicht's nicht. Aber egal, das machen wir dann später. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Kurz beobachten und danach tschüss. In der nächsten Folge.